Guten Tag und herzlich willkommen bei dem neuen Teil. Deine Frage, meine Antwort. Finanzielle Fülle ist heutiges Thema, was wir haben. Danke, dass du da bist. Teile das Video mit deinen Freunden, weil es dir gefallen hat. Und heute geht es eigentlich um finanzielle Fülle und Geldpsychologie. Ja, Katharina hat mir Frage gestellt: Wie erlange ich finanzielle Fülle? Geld ist eine Energieform erstmal. Die muss immer im Fluss bleiben. Und eigentlich ist es auch tatsächlich nur Energie, nicht mehr und nicht weniger, auch wenn wir diese Energie hier auch natürlich in die Hand nehmen können. Es gibt auch Geldgesetze, die eigentlich die gleichen sind wie die Gesetze vom Universum, die jedoch auch gleich natürlich den geistigen Gesetzen entsprechen. Die sind ein bisschen anders, aber trotz allem, es geht aufs Gleiche hinaus. Ursache und Wirkung oder was denke ich, erschaffe ich. Und hier möchte ich dir eigentlich einige dieser Gesetze einfach mal in diesem Video erwähnen. Es gibt noch mehr, also über 20 Gesetze, aber ein paar habe ich mir schon quasi zur Hand gelegt. Und wenn du damit dich beschäftigst, ja, kannst du eigentlich deine finanzielle Fülle erlangen und erhalten. Das Geld alleine macht natürlich nicht glücklich oder unglücklich. Das sagen auch die Menschen, die viel Geld haben. Du kannst viel Geld haben und kenne sehr, sehr viele Kunden, die richtig schwer sind vom Geld. Und das sind meistens die Menschen, die nicht so glücklich sind. Ich habe aber schon viele Menschen kennengelernt, die weniger haben zur Verfügung, aber glücklicher sind. Die kommen auch selber aus russischem Bereich, aus Usbekistan, also aus Russland, der ehemalige Republik. Und wir haben ehrlich gesagt nie so viel Geld gehabt, zwar, aber wir haben echt glücklichere Menschen im Land. Jeder teilt miteinander. Wenn du was brauchst, gehst du zum Nachbarn ohne Termin. Und das ist natürlich ganz anderes Denken. Und wichtig ist, auch da gilt natürlich auch einiges an Gesetzen vom Geld. Hast du dich schon mal einfach gefragt, warum bekommen viele so viel oder andere alles vielleicht und ich zu wenig? Stell dir diese Frage. Geld ist eine spezifische Energie und soll natürlich auch besonders behandelt werden. Geldfluss wird oft durch verschiedene entsprechende Gedankenmuster, also Dogmen, gebremst. Das heißt, es gibt mehrere, oder? Und zum Beispiel, das Geld ist nicht gut. Oder ich möchte das Geld nicht nehmen in die Hand. Oder das Geld ist eher was für die Reichen. Oder nur für Betrüger. Oder es ist böse Materie. Oder das Geld haben nur Promis. Oder nur Banditen. Oder mir reicht es für mein Brot. Ich möchte nicht mehr haben. Oder ich mag das Geld nicht. Ja, das sind solche Boykottprogramme, die wir haben können. Und da muss man sagen, jeder muss mit sich selber arbeiten. Also wenn du solche Boykottprogramme bei dir findest, sollst du das umprogrammieren im Kopf. Und warum haben also andere genug zur Verfügung und du nicht? Geld ist eine Energie des Geistes und der Gedanken. Und diese Energie wohnt eigentlich in dir drin. Wie du weißt, lenken deine Gedanken auf die Realität immer. Und diese Energie hat ihre eigenen Gesetze. Also ein Gesetz heißt, du bekommst so viel, wie du im Moment brauchst. Also spricht, wenn du sagst, okay, mir reicht's fürs Brot, kriegst du fürs Brot. Mehr bekommst du nicht. Oder Universum erlaubt niemanden, auf Fremdkosten zu leben. Das ist auch so ein Gesetz. Man kann es lange Zeit machen und dann verliert man alles. Nächstes Gesetz ist, wenn du deine Schulden nicht loslassen kannst, ist der Geld quasi Fluss gestört. Das heißt, wenn du schon was verleihst, erwarte nie, dass es zurückkommt. Sonst hast du dir selbst schon einen Bein gestellt. Nächste Gesetz ist, es kommt so viel Geld im Moment, wie viel du halten kannst, heißt das. Halten hast eigentlich so viel, wie du zum Leben brauchst. Und wenn du keine Ziele hast und keine Pläne, um etwas zu kaufen, dann fließt das Geld nicht. Dabei musst du auch echt vorstellen, wenn du etwas kaufen möchtest, sagen wir ein Auto, wie das Auto aussieht. Wie genau die Farbe ist, wie die Ledersitze aussehen von mir aus, was für Marke, was für Baujahr. Dann hast du ein Ziel vor Augen und programmierst natürlich auch Geldfluss. Das ist eigentlich auch so ein kleines Gesetz. Universum ist sehr gütig, muss ich sagen. Und es weiß immer, wie viel Geld du brauchst, um glücklich zu sein. Und wie viel Geld brauchst du, um glücklich zu sein? Das ist eine Frage, die ich dir jetzt momentan stellen will. Wie viel? Du musst aber denken, in welcher Währung auch. Und für was? Weißt du, dass nur ein glücklicher Mensch Geld bekommt?
also mal unglücklich ist, ist es auch eine Bremse für Geldfluss, weil Herzchakra ist gleich Venusplanet zugeordnet, hat zwei Themen, Liebe, Selbstliebe auch und Geldfluss. Beide Themen in einem gleichen Chakra, denkt man nach. Ja, und das Geld liebt natürlich glückliche Menschen und du musst das Geld für dich ausgeben auch und eigentlich sich zentrieren und fokussieren. Also heißt, wenn du sagst, ich brauche jetzt 1 Million, davon habe ich jetzt ein Haus für meine Tochter gekauft, von mir aus. Für die ausgegeben, für die, wo bleibst du? Also ungefähr 2 Drittel musst du für dich ausgeben, auch wenn du sowas programmierst. Es gibt auch weitere Gesetze natürlich von Geld, zum Beispiel also Gesetz von der Fokussierung. Es besagt, Konzentration ist alles, was will ich anschaffen? Punkt Nummer 1. Wie genau soll das aussehen? Punkt Nummer 2, was ich schon erwähnt habe. Und alles ins Detail bis zur Farbe und Größe vorstellen. Man manifestiert damit das als höhere Ziel, was man eigentlich braucht. Und man muss es eigentlich vorstellen, dass du das bereits schon hast, dieses Auto von mir aus oder was anderes oder Haus. Also dann machst du Geldfluss wieder mal aktivieren. Es gibt auch ein Gesetz der Fülle. Fülle durch Fülle heißt es, Geld zu Geld, sagt man nicht umsonst, oder lerne zu schenken, nicht nur Geschenke anzunehmen. Lasse dich beschenken, das ist auch wichtig. Viele haben das Problem damit, dass sie Geschenke annehmen können und vergesse das geliehene Geld eben. Interessant ist, in Asien wird kein Rückgeld auf dem Bazar genommen. Warum? Weil man mehr gibt. Man hat was gekauft, man lässt das Kleingeld dem Verkäufer und geht nach Hause. Und beide sind froh. Dann gibt es auch Gesetz der Gedanken. Wenn du dir etwas gönnst, dann sollst du das nicht bereuen. Viele kaufen sich etwas und sagen, oh Gott, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Zack, hast du dir schon dein Bein auch wieder mal gestellt und gebremst. Oder wenn man beklaut wird, das ist eigentlich auch Energieaustausch. Dir wird etwas anderes erspart, vielleicht gesundheitlich. Geld und Weitergesetz, das ist Nächste. Gebe deinem Geld weiter, heißt es. Ja, Geld muss sich ständig bewegen. Das heißt, du sollst alte Sachen, die du nicht nutzt, verschenken. Wenn 2 Jahre irgendwelche Hemden da oder Kleider in deinem Schrank hängen, das ist alles die Bremse fürs Geld. Bewegung. Das Alte wegwerfen ist nicht alles. Du brauchst neuen Platz. Wenn du das Alte weggibst, hast du neuen Platz für das Neue. Geld für den schwarzen Tag kennt auch wahrscheinlich jeder. Man muss ein bisschen da einsparen für schlimme Tage. Aber Geld in der Schatulle soll auch ausgetauscht werden. Wenn du immer wieder Scheine reintust in so eine Schatulle, dann staut sich die Energie. Mindestens einmal im Monat musst du ein paar Scheine neu dazugeben oder tauschen, wenn du nichts sparen kannst in dem Moment. Einfach austauschen und dann ist wieder mal Fluss da. Geld nicht ehren ist auch nicht schön. Also man sollte auch Geld schön in Portemonnaie einfach mal sortieren, nicht einfach mal in die Taschen irgendwo reinschmeißen. Und Geiz ist nicht geil, nein. Geiz ist Krankheit, Wunsch nicht loszulassen. Es gibt auch sogenannte Gesetze der offenen Tür beim Geld auch. Gebe und nehme ist eine Sache, aber Komplimente, Geschenke nicht vergessen, sich selber beschenken. Aber du sollst auch kein Dankeschön erwarten, wenn du jemandem was gegeben hast. Mach es vom Herzen, weil da kommt Geld von einer anderen Seite quasi. Also, wenn du wo verlierst, bereue das gar nicht. Ich habe in meinem Leben sehr viel Geld verloren. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, wie viel, aber es geht um 6-stelligen Betrag. Da gibt es noch ein paar Gesetze, zum Beispiel Gesetz von Kiyosaki. Also, das ist aus Japan. Wie kann ich das Geld einfach mal vermehren? Dieses Gesetz verrät Folgendes: Wie gehe ich mit dem Geld aus? Oder wie gehe ich besser gesagt mit dem Geld überhaupt um? Das verdiente Geld sollte immer übernachten erstmal. Das heißt, an dem Tag, wo dein Gehalt auf dein Konto gekommen ist, sollst du nicht so viel ausgeben von dem Gekommenen. Barzahlung ist vor Vorteil, bevor sie jetzt abgeschafft wird irgendwann. Aber Barzahlung ist natürlich immer Bewegung von Geld. Kiyosaki sagt, 10% soll man sparen. Das gibt Energie. 10% soll man Innovation machen, so also heißt eigentlich Schulden abgeben für sich, für die Liebsten sozusagen.
und 10% spenden. Rest ist eigentlich für deinen Alltag gedacht. Also mit 10% kommt man auf jeden Fall auf die Vermehrung von Geld. Es gibt auch Gesetz von Glück. Denke nur an das, was du willst, sagt dieses Gesetz. Vergesse das, was du nicht willst. Und denke auch nicht daran, was du nicht willst, weil auch da stellst du dir den Bein. Es gibt das letzte Gesetz noch, was ich für heute eingeplant habe. Und zwar, das ist sogenannte geldabschreckende Gesetz. Muster, die man auch verlieren sollte, verarbeiten sollte. Ich muss sparen, ich muss billig einkaufen. Das ist nur für reiche Leute. Das ist ein Boykottprogramm. Oder das Leben ist nicht fair. Geld verdienen ist schwer. Niemand hilft mir. Das ist auch falsches Denken. Oder ich kann mir das nicht leisten. Hast du schon mal gesagt? Bestimmt. Aber das ist auch ein Boykottprogramm. Vielleicht verliere ich das Geld. Auch sowas ist ein Boykottprogramm. Also man kann auch Rituale fürs Geld machen. Also einige Rituale findest du in meinem Buch bei dem schamanischen Kalender, auch fürs Geld. Denn Geld ist eben Energie. Und Energie kann man natürlich auch steuern. Ich wünsche dir an dieser Stelle viel Erfolg, alles Liebe, alles Gute. Deine Vadim Chance. Und wenn dir das Video auch gefallen hat, dann kannst du es auch liken oder weiteren Personen empfehlen. Alles Liebe, alles Gute für dich und einen guten Geldfluss. Ciao.